Blöde. Okay, kommt sie jetzt wieder runter, oder? Puh, wie schön sie da langschleicht, ey. Ja, die schlängelt sich wohl. Und Brandgranaten, Brandgranaten und Feuer! Irgendwie kümmert die das nicht wirklich. Wir müssen das Rote treffen. Wir müssen es irgendwie probieren. Mensch! Da frisst die Granate. Was ist denn hier los? Ich kann nichts mehr machen. Ich kann hier irgendwie normale Kämpfe von Bosskämpfen nicht so richtig unterscheiden. Also das hier wird ein Bosskampf sein. Das wird ein Bosskampf sein. Oh mein Gott, hallo. Was macht sie mit mir? Okay. Das sieht eigentlich tödlich aus, aber egal. Nein. Das war's. Nein. Nein! Weh, ich muss die Schnecke nochmal tragen. Davon geht man nicht aus. Okay, also. Ach, kann man das übersprengen? Das ist so eklig, wie die da rumglitscht. Bah. Die sorgt davon, dass du zu trocken bist. Mit Feuer. Traum! Das kann doch nicht wahr sein! Oh, da war was? Interessant. Du gehst weg. Hier ist auch noch ein TNT-Fass. Rechts von uns. Wahrscheinlich ist das die Lösung des Ganzen. Was machst du da? Waffenwechsel. Der Situation angepasst. Wow, 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 wow. Nein, nicht auf mich. Nicht auf mich. Hilfe. Meine Schwester tötet mich. So eine Bitch. So, was treibt die denn, ey? Riverdance. Eindeutig Riverdance. Also, endgültig aus. Oh, da platzt du nochmal auf. Oh mein Gott, okay, ich verstehe, was wir machen müssen. Wir müssen in dem Moment, wo die auf dem Boden liegt, müssen wir zu dir rennen. Ja, oder auf das leuchtende Schießen. Hauptsache, die kriegt Schaden, die Olle. Nee, wir müssen dann so, diese Quicktime-Events machen und sowas. Ja, kann man machen. Ach du Scheiße, hallo. Wir sind bei Episode 2 quasi. Ada, Bosskampf Episode 2. Richtig. Hey, ich hab Ada mit mir. Bist du eifersüchtig? Und ich bin alleine. Ich hab Ada mit mir. Ich hab Ada mit mir. Da, 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 da. Warum habe ich keinen Platz für eine Brandgranate? Jetzt ist aber langsam hier. Ich befinde mich eindeutig in der Shooting-Galerie. Mit Ada. Kann ich Ada töten? Ja genau, zünd mich an. So, warum habe ich jetzt schon wieder keinen Platz mehr? Zweimal rotes Kraut, das macht keinen Sinn. Du musst runterrennen. Wir beschützen dich währenddessen. Zumindest kommt es mir so vor.
Ey, wir sehen den ganzen Weg hier von dir. Du musst einen haufenweise in den Kreis rennen, würde ich mal sagen. Ja, es stürzt halt alles. Wir das überleben. Wir das überleben. Ups, Ada. Fallen die Zombies mit um. Sorry, Ada. Bist du eigentlich Ada das Schleimbaby oder bist du Ada die Gute? Weiß niemand so genau, ne? Ada, wie kommen wir hier raus? Ist doch nicht wahr. Wir kommen hier nicht mehr raus, Ada. Ada, wir kommen hier nicht mehr raus. Ada, Ada, Ada. Ich glaube, ihr müsst auf mich warten. Miss A, das funktioniert so nicht. Hallo, Leon. Hi. Wir kommen hier nicht mehr raus. Hast du irgendeinen Hebel umlegen oder so? Ich bin auf dem Weg. Nur Geduld. Mann, die zünden mich immer an, die Blödmänner. So. Feinste Munition. Lass dir Zeit. Vorwärts! Nee, so nicht. Gute Arbeit! So. Gut! Gut! Boah, ist ja langsam. Gute Arbeit! Ich mach so schnell ich kann. Gut! Danke für die Hilfe. Feuer mich an, Cheerleading ist gut. Ist das anstrengend? Okay. Hey da! Ich komme immer nicht raus. Irgendwas spielt hier nicht. Auf uns rein. Würde ich nicht. Danke fürs Umhauen. Oh, scheiße, Quicktime Events. Okay, das wird nicht. Kann ich dir jetzt schon sagen. Was machst du denn? Ja. Reagier doch, wenn ich drück. Da ist die Schnecke wieder. Debbie! Bitte, Schwester, ja, lass das. Debra! Oh, hoffentlich fahren die jetzt voll. Entschuldigung. Oh nein, sie ist gar nicht tot. Als ob sie das gekillt hätte, weißt du? Okay, eins noch. Erzielen ist echt schwierig hier auf dem Ding. Was ist jetzt schon wieder? Du bist tot. Das Übliche halt. Schieß. Ich hätte mal echt nichts dagegen, wenn... wenn das mal vorbei wäre mit Debbie. Na toll, wir sind tot. Also hätten wir auf das TNT fast schießen sollen. Aha, verstehe. Ja, jetzt sehen wir es auch. Raymond startet es direkt wieder. So. Oh Gott. Wenigstens sind es immer die gleichen Tasten. Ja, sagte sie und gleich wird's nicht mehr der Fall sein. Oh, ich hab die TET-Feste auch noch getroffen, ey. Siege die mutierte Deborah. Ist denn das die Möglichkeit? Jetzt verreck halt. Ja.
Sie sind tot. Nein, Debbie ist tot. Ich habe komplett den Überblick verloren jetzt. Ach du Schande, warum bin ich jetzt mit ihr allein? Oh Mann. Deborah, bitte, hör auf. Wir können doch wieder Schwestern sein. Du bist halt nur ein Goo-Baby. Ein glitschiges Goo-Baby. Ach, dreht sie rüber, bitte. Keine Tränen. Kann ich sie loslassen? Ach Gott. Bis ich dich gerecht habe. Bitte. Vergib mir. Ich weiß, es soll voll der emotionale Moment sein, aber ich bin so sauer auf sie, aus der Tatsache heraus, dass ich locker eine halbe Stunde lang nicht spielen konnte, somit F you. Auf Wiedersehen, Deborah. Sieh mich an, alles wird wieder gut. Sehr viel Mitgefühl. Sieh mich an, alles wird wieder gut. Sieh einfach nur mich an. Ja, es ist vollkommen okay, wenn sie so rechnen will. Da bin ich voll dabei. Deborah, sieh mich an. Wir werden hier rauskommen. Nein, nein, lass sie los! Lass mich in Ruhe! Nicht meine Schwester! Nimm mich! Bitte! Ich tue alles! Bitte! Bitte, bitte tu sie nicht mehr! Deborah! Ich wusste nicht, was ich tun soll. Also half ich ihm. Ich half Simmons, den Secret Service zu überlisten. Das ist definitiv Simmons' Deal. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strippenziehern zu tun. In wieder kriegst du keine Antwort. Spiel reicht. Ein einziger falscher Zug und... Sind Sie? Ist Simmons bei Ihnen? Ja. Hannigan, seien Sie auf der Hut. Ich glaube, er ist es, der... Nach mir. Simmons. Oh, okay, cool. Ende von Kapitel 2. Dreimal gestorben. Ich habe mich um eins verbessert. Immerhin. Und besiegte Feinde 147. Und warum? Weil du eine halbe Stunde nichts machen konntest. Wir beenden jetzt erstmal die Episode. Okay. Also, hat wieder viel Spaß gemacht. Oh, naja. Also die letzte, ich hatte immer zu die letzte Stunde, die erste halbe Stunde auch von eher nicht. Gut, also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle wieder dabei wärt. Ja, und dann bis zur nächsten Folge. Was? Tschüss. Bye.